Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine Lieben. Ah, irgendwie passt jetzt ja. Gut. Und zwar, wir haben jetzt wieder was Neues dazu bekommen. Machen wir mal das hier. Was haben wir denn da Neues? Da haben wir einmal kreiert. Ferkel ruft einen Natterwolf herbei, der ihnen eine kurze Zeit lang zur Seite steht. Oh, das ist natürlich geil. Kurze Zeit wird der verursachte Schaden erhöht. Erlittene Schaden wird dann kurz erheblich verringert. Aber ich möchte das mit den Natterwölfen. Das ist ja geil. Das ist ja natürlich sehr geil. Gut. Ein Banshee. Mhm. 11 Meter? Da, okay. Dann Personalakten. Landen, beschleunigen. Ja. So, dann haben wir alles. Gut. Was sind das für kleine Bobbys? Gut. Mal gucken, wie wir hier überhaupt runterkommen. Von hier oben anscheinend gar nicht. Scheiße, ich habe einen scheiß Landeplatz gesucht. Nicht jetzt? Nee, hier gibt es einen. Uah! Aber gerade so, hey. Muss da ganz runter. Okay. Komme ich dann weiter runter? Da. Ich bin da. Du hattest Erfolg, wo viele gescheitert sind. Mach keinen Fehler. Das heißt nicht, dass ich dir traue. René Harper bringt deine Traumkammer. Finde ihn. Ich kann dich nicht mehr gebrauchen, Mensch. Mensch? Beim letzten Blick in den Spiegel war meine Haut blau. Nur der Geist zählt. Dein Geist ist menschlich. Du wirst nie eine von uns sein. Geh! Danke. Die letzte Verbindung. Baidamo hat ihn aufgetragen, Harper zu finden. Du Arschloch, du. Okay. Oh, wie es ausschaut. Oh, das sind die Igra. Oh, ist das schön. Mist, die RDA hat Drachen geschickt. Von oben kann man sie beschädigen, aber von hier unten werden wir nichts ausrichten können. Lassen Sie sich was einfallen. Beide, Sie müssen auf höheres Terrain klettern. Okay, dann mal hoch. Beide, Sie müssen auf höheres Terrain klettern. Gucken, ob uns die Elfen, Wölfe helfen könnten. Okay, gucken wir mal, ob wir da hoch können. So. Da ist eine Schnake drin. Mann! Kriegt man das hin? Kriegt man das hin? Ich muss da. Ach, ich bin das falsche Ding hochgeklettert. Okay, warte. Gehen wir. Halt da drauf. Geht das? Nein, das geht nicht. Das war klar. Okay, drehen wir mal um. So, jetzt machen wir. Komm.
jetzt. Oh, komm schon. Jetzt. Schon wieder. Komm. Mädchen. Komm, wir packen das. Wir können das. Du musst nebenzu immer gucken. So, wir müssen dahinter. Können wir das schaffen, oder? Umdrehen. Hier wenigstens abklettern. Nee, das geht nicht. Da wäre es jetzt gegangen. Willst du mich verarschen? Jetzt ist aber gut. Komm schon, Alter. Hallo? Alter, mit dem Viech zu fliegen ist der Horror. Jetzt aber, komm. Runter von dem Viech, echt. Ist bestimmt voll an der verkehrten Seite dann. Können wir unsere... Schon tot, Alter. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir da hochkommen. Wieso macht der unseren Ding kaputt? Kommen wir da jetzt hoch? Mal gucken, ob ich hier irgendwas krieg. Ich brauche unbedingt Pfeile und ich brauche Leben. Ich könnte aber den hier. Ist echt mitten durchs Geschehen einmal. Hier kurz den hier. Willst du mich verarschen? Von wo kommst du? Das ist aber gut, gell? So, ich muss da hoch. Au, au, au! Das geht hier gar nicht, Alter. Okay, jetzt ist gut. Jetzt komm schon.
Komm. Alter, warum treffe ich den nicht? Jetzt. Jetzt geht's aber los hier. Hey, Mensch. Willst du mich veräppeln? Komm ich da rüber? Ich muss dahinter jetzt. Nein. Wow, voll daneben gesprungen. Ich Idiot. Ah. Scheiße. Okay, da hinten einmal drum rumlaufen. Müsste klappen. Alter, arsch mich nicht. Dip, 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 dip. Oben auch einer. Gott. Sind die schon mal weg? Da haben wir auch eine. Und hoch damit. Jetzt aber, komm. Meine Güte. Muss ich jetzt gegen den Chef kämpfen? Ausbauen, wechsle sie zum Spielmenü, um freigeschaltete Inhalte im Pandoria PD anzuzeigen. Ja, und jetzt? Atme. Willkommen, Traumwandlerin. Was ist denn los? Wer bist du? Ich bin Sahik Senume, spirituelle Führerin Navi Tibanis. Du bist sicher. Harper? Rene Harper konnte nicht gerettet werden. Ich verstehe nicht. Dein Menschenkörper ist tot. Du bist Navi jetzt. Sie wird niemals Navi sein. Sie wurde dem Himmelsvolk geboren und wird immer zum Himmelsvolk gehören. Es ist vollbracht, Beidamo. Wir können ihnen nicht trauen. Genug. Lasst uns nicht mehr darüber sprechen. Ah, wir müssen wichtige Dinge erledigen. Yay! Da-dam. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon wirklich so lange her, wo ich das gespielt habe. Das habe ich dann in einem Ruck durchgespielt. Ich kann mich an kaum irgendwas noch erinnern. Okay. Die Menschen wollen Iva kontrollieren. Der sich Falco nennt, sucht nach einem Vitraya Ramunong, einem seit langem vergessenen Seelenbrunnen. Seelenbrunnen? Eine uralte Weide, mit der die Verbindung zu Ivas gesamter Schöpfung möglich ist. Durch sie sprechen die Navi mit Iva. Dein Falco hat Wege gefunden, dies zu tun. Er will die alte Stätte kontrollieren. Moment mal, du meinst, wer diesen Ort kontrolliert, kontrolliert den gesamten Planeten? Sprich mit Tanjala. Und vergiss nicht, du musst helfen, den stillgelegten Seelenbrunnen vor Falco zu finden. Okay.
Oh, hier sind wir jetzt. Im Baum direkt. Oh, schön. Oh, hier ist, ist das cool. Anrumpel. Ich könnte dich töten. Mach doch. Mal da. Was? Ein was? Tarnator. Elite-Leibwächter. Okay. Wenn wir sie jetzt scannen. Sie ist zeitzassig. Zeitzassig. Warum ist es so hell? Was ist das? Was ist das? Wissen wir nicht. Ah, bei Damo. Okay. Was bist du? Jäger. Mach keinen Ärger. Gering Pali. Ah, das Pferd war jetzt da in dem Fall gemeint. Oh, 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 oh. So. Wir müssen Lungore im Svotulu finden. Nur er kann uns helfen. Die Menschen dürfen den schlafenden Seelenbrunnen nicht finden. Alles klar. Falls Falco ihn vor uns findet, ist es aus. René Harper warnte uns vor Falco. Wir werden auf den Ikran reiten, sobald du bereit bist. Okay, Flug nach Svotulu. Tanjala besteht darauf, dass sie nach Svotulu fliegen. Okay, neuer Ort freigeschaltet. Was macht denn der? Schnuckel. Okay, mal gucken, wo Svotulu ist. Ach, okay, dann kann ich hier Reise machen. Ja. Okay, genau, Svotulu, da möchten wir hin. Okay, was bedeutet das, wenn wir so viel Prozent haben? Haben wir auch noch was? Okay. Das, was wir halt erledigt haben, was wir da geschafft haben, oder? Ich weiß es gar nicht. Annehmen. Und somit beende ich die Folge hier. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann, meine Lieben. Ciao.